Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, in der letzten Folge haben wir hier die Kühltürme eingebaut, dass wir endlich den Dampf, den wir benötigen, wieder zurückverwandeln können in ein bisschen Restwasser und somit die Produktion ein bisschen hochhalten können. Was wir natürlich auch sehen ist, dass einfach die Produktion viel zu wenig Leistung hat, aber dadurch, dass wir jetzt ja die restliche Kohle hier entfernt haben, nicht mehr benötigen, können wir die ganzen alten Kohlebänder jetzt hier rausbauen. Was natürlich mega cool ist, weil das auch unnötige Ressourcen jetzt nur noch. Und ich hoffe, dass wir das bald rauskriegen. Die zwei aktuellen Bagger hier, die kümmern sich darum, dass hier alles abgearbeitet wird. Wir werden vielleicht wahrscheinlich noch von eins zu anderen Ecken jetzt fürs erste Mal einen Bagger abarbeiten. Hier werden wir uns auch mal einen Bagger leihen fürs erste. Wahrscheinlich unten arbeiten auch ein paar zu viel. Ich werde jetzt einfach ein paar in Projekte umwandeln und dann sollte das passen. Wenn ich hier drei Bagger reinsetze und dann ein LKW mehr, dann sollte das auch gut passen. Wie gesagt, ich will jetzt einfach, dass wir hier Platz haben und das hier ausbauen können. Dafür brauchen wir halt dementsprechend die Technik und die Maschinen. Und das wird jetzt hier angefangen zu bauen. Irgendwo müssten wir dann auch hoffentlich mal die normalen Hallen kriegen, dass wir die da bauen können. Schutz ist hier auf jeden Fall schon mal aufgebaut. Bedeutet, die Bagger können hier loslegen und das Ganze abbaggern. Dann sollte hier absolut kein Problem sein. Die letzte Turbine hier macht auch gerade, wie es ausschaut, ein bisschen Terz. Wie gesagt, der Plan wäre, dass die zwei nach hinten versetzt werden und dazwischen mindestens eins dieser Schwungräder noch kommt, die das Ganze betreiben sollen. Weil hier hinten scheinen wir ja nicht mal auf voller Auslastung zu laufen bis jetzt. Und jetzt tun wir mal, einfach aus Interesse halber, von euch arbeitet keiner, wenn ich so sehe, ne? Damit verringere ich unsere Kraft. 3,78 Megawatt können wir so nur noch produzieren. Okay, das ist ja vollkommen in Ordnung. Das ist vollkommen in Ordnung. Jetzt sollen die hier mal anfangen, nur das Ganze wegzubaggern. Jetzt bin ich gespannt, was sie machen. Weil ich bin jetzt dafür, dass wir das Ganze hier langsam ein bisschen eine Ebene noch kleiner machen, verkleinern. Fahrt erstmal bitte alle zurück und dann nehmt euch eine neue Route. Also ich weiß nicht, was sie haben, aber hier gibt's Wege durch. Oh, schaut so aus, als ob wir hier ein bisschen verbaut hätten. Dann müssen wir ganz kurz das Stückchen hier abreißen. Das ist unter schneller Variante. Und dann so einsetzen, wieder anschließen, dann sollte die Turbine gleich wieder hochfahren können. So, Dampf ist wieder da. Sollten unsere Maschinen auch hoffentlich nicht irgendwie Ausfall generieren. Und dann sollte die Durchfahrt auch ermöglicht sein. Geringe Lebensmittel. Alter, wir haben genug Brot. Oh, hier nicht irgendwie. Wo will er denn hin? Achso, ja, ihr solltet vielleicht erstmal das hier auslernen. Dann tun wir das hier, werden das mal abbrechen. Dann sollte das ein bisschen besser gehen. Jetzt haben wir mittlerweile die Strecke gekappt, die Originalstrecke. Und jetzt gibt es nur noch die neue Strecke. Hühnerfarm ist fertig, perfekt. Dann lasst uns aber jetzt nochmal... Was haben denn die jetzt alle? Die wollen aktuell alle zum Zweiten, okay.
Ich hätte gerne, dass ihr mir noch ein paar LKWs schnell baut. Wir machen hier mal alles aus. Dann sollte der Export hier auch weg sein. So. Die buddeln jetzt die Anlage hier frei. Dann schauen, dass wir hier auf jeden Fall auch die Leitungen anpassen. Weil aktuell sind wir natürlich noch nicht so ganz dabei, dass wir hier in Zukunft alles rüberleiten können. Und das Anschauen ist hier viel zu eng. Und ich kann hier nichts platzieren. Das macht es nicht besser. Das ist alles noch nicht optimal. Noch nicht ganz optimal. Weil aktuell kommen jetzt zum Beispiel die Bagger nicht mehr von A nach B. Also wenn ich Bagger nach da hinten schicken will, kommen die nicht mehr durch, weil einfach, ja, irgendwie das hier im Weg ist, glaube ich. So. Erde wird abtransportiert und aufgeschüttet. Jetzt machen wir Umbauten. Es wird, es wird. Man muss sagen, die Bauarbeiten laufen mittlerweile gut und wir haben auch genug Ressourcen. Dadurch, dass wir immer nachhaltiger werden, stehen die Ressourcen sehr, sehr gut da. Mittlerweile produzieren wir hier auch wieder, oder? Nee, nicht mal. Wir können hier rein theoretisch, um den ganzen Haube aufzusetzen. Die das hier schnell bauen lassen. Baut die schnell fertig. Zack. Dann machen wir Export und Import aus. Hier machen wir auch Export und Import aus. Dann dürfen die nur noch an die vorderen ran. Oh oh. Da war gerade ein Drop, ein großer. Zuschaltung aktivieren. Irgendwas haben die Geräte gerade hier. Irgendwie kriegen die das nicht hin. Oh, unsere Versorgung ist... What? Das ist absolut nicht gut. Da müssen wir jetzt erstmal Diesel... Ich dachte, unsere Versorgung steigt gerade wieder. Ah, dann müsste doch hier genug wieder drüber laufen. Schau dir mal die Durchlaufmenge an. Wie es ausschaut, reicht es nicht mehr. What the fuck? Okay. Aber rein theoretisch sollten wir trotzdem dadurch genug Energie produzieren können. Aber wir liefern doch genug, oder? Mechanische Energie. Die läuft auf 100% Wirkungsgrad. Fehlende Materialien. Liegt es leider daran, dass denen was fehlt? Ne, die sind eigentlich relativ gut bedient, wie es ausschaut. Oder ist es einfach, weil wir jetzt gerade darauf warten müssen, dass sich das Ding wieder auffüllt an langsam? Oder Bedarf 3,3. Wir kriegen nur 1,25 produziert. Okay, wait.
Die Umleitung sollte eh das Ding bumm voll machen. Dann pausieren wir fürs erste Mal die Geräte, die echt nicht benötigt werden. Aktuell produzieren wir angeblich nur 0,24. Hochdruck mit Förderstrecke, niedriger Druck. Weil sie es hier staut? Das kannst du jedem erzählen, aber mir doch nicht. Haben uns den Arsch gerettet, oder was? So. Jetzt nochmal für meine Logik. Du bist... Nee, warte mal, was? Saures Wasser, saures Wasser. Der Abtransport von saurem Wasser ist mittlerweile so problematisch. Dass er nicht mehr hinterherkommt. Jetzt check ich's. Weiteres Wasserrohr. Kann ich doch bestimmt die platzieren noch irgendwo. Gut, warte mal. Und dann legen wir da einfach schnell Anschluss hin. Schnell liefern und schnell liefern. Dann sollte sich das ja wieder lösen. Einfach durch die hohe Produktionsrate. Saures Wasser akzeptieren. Dann sollte das Rohr wieder leer werden, oder? Der sagt immer noch, saures Wasser ist ein Problem. Jetzt nicht mehr. Kriegen wir dann die Produktion wieder hoch? Schauen wir mal. Die Hälfte geben wir rein theoretisch immer in unsere Leitung hier oben. Die Menge auch um einiges besser aus. Das ist einfach das gewesen jetzt, okay. Schauen wir, ob das jetzt wieder besser geht. Jetzt tun wir hier mal wieder endpausieren. Dann würde ich um das mit dem Flüssigspeicher nochmal anzugehen. Vielleicht hier kurz einen kleinen Abstich noch reinmachen. Und ist jetzt nochmal temporär, wir müssen das echt nochmal überarbeiten. Ist halt auch echt viel gewachsen seit dem letzten Mal, wo wir rumgemacht haben. So, und du kriegst wieder Export und Import. So. Jetzt scheinen unsere Turbinen wieder volle Leistung zu haben. Es erscheint auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wir haben wieder eine Produktion von 2,4, genau das, was wir immer brauchen. Zwar noch nichts, was wir im Backup kriegen, aber... Mir scheint es, wir haben das Problem gefunden und gelöst. Fahrzeuge werden noch produziert, dann können wir noch ein paar nachproduzieren aktuell. Ach schau, die scheinen fertig zu sein gerade. Dann kriegen die von mir den Auftrag, hier entlang auch noch zu arbeiten. Wir tragen einfach alles ab. Das sollte passen.
So, im gleichen Moment tun wir mal hier schnell das entfernen. Dann sollte das hier auch gleich mal weg sein. Zugang zum Schiff ist blockiert. Was? Warum ist der Zugang zum Schiff blockiert? Was? Boden abtragen. Oh no. No, 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 no. Das ist nicht gut. Da muss ich schnell einen anderen Abwasserrohranschluss finden. Kann ich da irgendwie... So. Schnell liefern. Saures Wasser. Und dann tun wir den Rest wieder abreißen hier. Wenn das so problematisch ist. Gut, dann sollte das Schiff wieder anlegen können. Gut. Hui. Unsere Tanks werden auch wieder voller, das ist gut. Jetzt macht es schon wieder Probleme. Warum das jetzt? Ah, weil wieder so Rückstau ist wahrscheinlich, ne? So. Warum? Ja, weil wieder Rückstau. Jetzt verwenden wir bitte von dem Rest hier den großen Tank, den wir hier gemacht haben. Das ist jetzt ordentlich mal im Umlauf. Na komm. Zieh wieder hoch das Ding. Okay, wir haben natürlich auch einiges gerade weggenommen an Energie noch, als ich angefangen habe umzubauen. Und noch zwei Schwungräder. Dann machen wir jeweils noch drei Energieträger, würde ich sagen. Dann sollte das gut passen. Zack. Das hat schon hohe Power. Und damit sind wir bei einer Leistung von 4,3 Megawatt. Cool. Jetzt muss das Ganze nur langsam hochdüsen. Fehlende Materialien. Jetzt ist die Frage, liegt es daran, dass hier nicht so viel durch kann? Ich will mal... Das schalten wir mal aus. Dann wird als erstes mit dem Fernsystem geteilt und dann zwischen den zwei Turbinen. Jetzt brauchen wir wieder Wassernachschub. Vielleicht sollen wir ein Ausgleichsrohr reinbauen. Dann wird es ausgeglichen verteilt. Vielleicht wäre das gar nicht schlecht.
aktuell schon eher die Energielieferung das Problem zu sein. Haben die schon wieder ein Problem oder ist es einfach nur so? Ja, ich denke einfach mal, weil aktuell es einfach so ist, dass die Tanks noch voll werden müssen. Und genau, jetzt können die natürlich nicht mehr ablabern. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich mach viel Scheiße gerade. Damit kriege ich plus 1. Okay. Ich habe Gesundheitssteigerung. Und durch den fehlenden Strom jetzt ist es hier gar nicht gut. Ich erlaube wieder fürs Erste die... dann habe ich denselben Kreislauf weiterhin. Dann habe ich ja dasselbe Problem weiterhin. Oder wie ist es? Wie viel Öl kommt hier hinten an? Ölproduktion ist bis hierhin voll. Was ist dein Problem? Aha. Nicht genug Gas. Bedeutet, unsere Gasproduktion reicht einfach so nicht mehr aus. Oh Gott. Jetzt haben wir schon zu wenig Mitarbeiter. Das ist ganz und gar nicht gut. Bedeutet, wir starten fürs erste Mal wieder euch hier. Die werden aber auch nicht das reinholen, was wir an Mitarbeitern bräuchten jetzt wahrscheinlich. Oh, ich habe gerade ein richtig blödes Dilemma gearbeitet. Scheiße. Aber Leute, ich würde sagen, lösen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unten einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.